an der 2400-Meter-Marke für Longines, Großpreis von Baden. Und Sid Mahler übernimmt an der Innenseite das Kommando mit Dane Green, an der Außenseite Night Green, sofort in vorderer Linie vor Waldpark, dahinter Joshua Tree. Tief ist gleich mit drei, mit vier Längen. Abziehen vorbei, die Liefe zum Abruhen. Führung vor Dane Green, Peter Silvaner, dahinter Joshua Tree, gemeinsam mit Waldbach an der Innenseite. Am Ende des Feldes Maria Royal. Also über Mangel an Tempo kann man sich weiß Gott nicht beklagen. Wie viele sind zum ersten Mal, wie viel Zeit am Abruhen überhaupt zum ersten Mal? Und bleibt doch dabei und biegen jetzt gleich in die Gegenseite ein. In der Mitte der Bahn galoppieren, Mike Magic an der Spitze. Zwei Längen vor Dane Green, dann sind es schon drei Längen zu Silvaner, dahinter Joshua Tree, vor Waldbach. Maria Royal am Ende des Feldes. Die Kandidaten sind im Gänsemarsch in der Gegenseite. Jetzt an der 1500-400-Meter-Marke. Night Magic an der Spitze. Dane Green in zweiter Position. Weiterhin drei Längen zurück. Silvaner auf dem dritten Platz. Mit Joshua Tree, mit William Buick an der Außenseite. Dahinter lauert Waldpark. Und dicht auf ist auch Maria Royal mit Terry Hellier an der Spitze. Weiterhin Night Magic vor Dane Green. Dann kommen Silvaner gemeinsam. Gemeinsam mit Joshua Tree und die vierte sind Ende der Gegenseite, fünfter ist Waldpark und sechster und somit letzter, vorerst noch Maria Royale. Es geht in den Schlussbogen hinein. Night Magic führt mit anderthalb Längen vor Dane Green. Dann kommt an der Innenseite Silvaner ein wenig näher an Dane Green heran. Joshua Tree ist vierter. Waldpark bleibt vorerst auf dem fünften Platz. Am Ende des Feldes galoppiert Maria Royale. Night Magic aus, Silvaner ganz, ganz innen. Da sucht Philipp Minarek den kürzeren Weg, ist in zweiter Position mit Dane Green auf der anderen Startlinie.